Und bevor ich zu den Rechenregeln komme, will ich Ihnen noch was zu der Schreibweise sagen, weil Sie das in Büchern oft finden werden. Diese Schreibweise, die ich hier benutze, ist die mathematisch korrekte. Da steht nicht ohne Grund so ein Elementzeichen, weil man dieses Groß O betrachtet als die Menge aller Funktionen, die in der gleichen Ordnung sind. Und so gesehen ist n hoch 4 ein Element dieser Menge. Was Sie oft finden werden in Büchern, gerade in Büchern, die nicht von Mathematikern geschrieben wurden, sondern von Ingenieuren oder Informatikern oder so, ist eine Schreibweise, dass man stattdessen sowas schreibt. Sie werden häufig sowas finden, n Quadrat plus 3n plus 5 gleich Groß O von n Quadrat. Also da steht dann häufig in den Büchern nicht so ein Elementzeichen, sondern so ein Gleichheitszeichen hier. Das suggeriert sowas wie, auf beiden Seiten steht dasselbe, so verstehen wir ja das Gleichheitszeichen immer. Und wenn Sie das so schreiben, dann dürfen Sie natürlich auch das hier schreiben. N Quadrat plus 7n ist gleich O von n Quadrat. Und dann können Sie daraus folgern, wenn das gleich dem ist und das gleich dem, dann müssen die beiden auf der linken Seite ja wohl gleich sein, was natürlich Quatsch ist. N Quadrat plus 3n plus 5 ist nicht das gleiche wie n Quadrat plus 7n. Also diese Schreibweise wird leider oft benutzt, ist aber so ein bisschen führt einen in die falsche Richtung, weil man das Gefühl hat, da werden irgendwelche Dinge gleichgesetzt und man könnte dann damit rechnen oder sowas, was man natürlich nicht kann. Also wenn Sie das mal sehen, ich schreibe das mal in Häkchen, dann müssen Sie immer das einfach lesen als ist ein Element von, ist Groß O von n Quadrat. Also dies heißt nicht, dass hier zwei Sachen wirklich gleich sind, sondern das heißt, dass die linke Seite nicht wesentlich schneller als die rechte wächst. Gut, die Schreibweise werden wir nicht benutzen, darum kommen wir hier nicht durcheinander, aber wie gesagt, in Büchern weit verbreitet. Jetzt zu den Rechenregeln. Also man kann diese O's zum Beispiel addieren und so weiter. Und fangen wir vielleicht mal an, ja, machen wir doch einfach sowas wie addieren. Ich habe sowas wie... Nehmen wir mal 5n Quadrat plus 3n. Ich habe vielleicht ein Programm, was aus zwei Teilen besteht. Und ich habe für beide Teile separat ausgerechnet, was für eine Laufzeit die haben. Der eine Teil von dem Programm hat die Laufzeit 5n Quadrat plus 3n. Und der andere Teil des Programms hat die Laufzeit 7n Quadrat plus 8n. Also das wäre Teil 1 des Programms, das wäre Teil 2. Wenn ich die separat für sich berechnen würde, dann würde ich sagen, dieses hier hat eine Laufzeit Groß O von n Quadrat und dieses hier hat auch eine Laufzeit Groß O von n Quadrat. Und jetzt ist die Frage, was für eine Laufzeit bekomme ich denn, wenn ich die beiden zusammenzähle? Und da können Sie sich eigentlich schon denken, was da rauskommen muss. Denn wenn Sie mal diese beiden zusammenzählen würden, dann würde hier stehen 12n Quadrat plus 11n. Und das ist auch wieder so ein Ding, was Groß O von n Quadrat sein müsste. Das heißt, die Rechenregel müsste eigentlich die sein, Groß O von irgendwas plus Groß O von dasselbe ist wieder Groß O von dem Ding. Das heißt, zweimal das gleiche Summieren wird quasi weggeschluckt und Sie haben nur noch einmal so ein Ding da. Also erste Rechenregel ist Groß O von irgendwas. Plus Groß O von irgendwas ist wieder Groß O von irgendwas. Was sehr praktisch ist. Da haben Sie sich schon einiges an Rechenarbeit gespart, weil Sie solche Teile einfach zusammenpacken können. Ganz grobe Begründung dafür. Im ersten Teil Ihres Programms haben Sie dieses Ding schon festgestellt. Darum wissen Sie, es gibt hier irgendeine Konstante C1, die die Folge beschränkt, die Folge der Quotienten. Im zweiten Teil haben Sie das auch festgestellt. Also wissen Sie, dass es irgendeine Konstante C2 gibt, die die Folgen beschränkt. Und wenn Sie jetzt die beiden zusammenzählen, dann können Sie als Konstante einfach C1 plus C2 nehmen. Darum, also sagen wir mal hier im ersten Teil. Ich überlege gerade, ob ich das wirklich nochmal. Ich schreibe Ihnen noch einmal so eine Begründung wirklich hin und danach machen wir das nicht mehr so im Detail. Also Sie haben vielleicht eine Funktion f1, die ist Groß O von fn. Und zwar, weil
f1 von n durch f von n immer kleiner als irgendeine Konstante c1 ist. Das ist ja gerade die Definition für das Groß O. Und dann haben Sie eine andere Funktion f2, die ist Groß O von fn, weil Sie sich überzeugt haben, dass dieser Quotient immer kleiner als irgendeine andere Konstante c2 ist. Und wenn Sie das beides zusammennehmen, was Sie eigentlich interessiert, ist ja die Summe der Laufzeiten f1 plus f2. Das ist dann in Groß O von fn, weil die Summe der beiden f1n plus f2n durch fn natürlich immer kleiner als c1 plus c2 ist. Also in diesem Fall können Sie einfach die beiden Konstanten addieren. Aber die Rechenregel, die für uns wichtig ist, ist das, was ich hier oben rot hingeschrieben habe. Wenn Sie zweimal das Gleiche addieren, dann ist das so, als hätten Sie gar nicht addiert. Sie hätten einfach nur das genommen. Tatsächlich kann man das Ganze noch verallgemeinern. Die nächste Rechenregel sieht nämlich so aus. Wie ist es denn, wenn ich zwei verschiedene Dinge addiere? Und wir werden feststellen, addieren ist bei der Landau-Notation wirklich super einfach. Also wenn ich einen Teil meines Programms habe, von dem weiß ich, der hat ein Laufzeitverhalten von fn, und ich habe einen anderen Teil meines Programms, der hat ein ganz anderes Laufzeitverhalten gn, dann ist die Summe von den beiden, die beiden nacheinander ausführen, nichts weiter als das Laufzeitverhalten des Maximums der beiden Funktionen. Also ich muss einfach gucken, welcher von beiden größer ist. Und tatsächlich kann man hier genauso wie eben auch wieder die beiden Konstanten C1 und C2 addieren. Sie können das ja, wenn Sie Lust haben, mal selbst überprüfen. Ich würde sagen, wir lassen einfach mal diese Rechenregel hier stehen und gucken uns ein Beispiel an, wie man die Rechenregel anwendet. Also Beispiel für die Anwendung. Ein Teil Ihres Programms, der erste Teil Ihres Programms, hat ein Laufzeitverhalten von O von n². Und ein anderer Teil Ihres Programms, der zweite Teil Ihres Programms, hat ein Laufzeitverhalten von O von n hoch 3. Und wenn Sie die beiden Teile nacheinander ausführen, dann ist das, was Sie rausbekommen, O von n hoch 3. Einfach das Größere von beiden. Also da sieht man zum ersten Mal, wie die Landau-Notation einem das Leben leichter macht. Sie müssen nicht wirklich addieren. Die Funktionen werden nicht immer komplizierter, sondern Sie nehmen immer einfach das Größere von beiden. Und darum sieht man auch, dass die erste Regel ein Spezialfall der zweiten war, nämlich das Größere von beiden, wenn ich zwei gleiche Terme habe, ist der Term selbst. Ne? So, wenn das jetzt bei der Multiplikation auch so einfach wäre, dann müsste man gar nichts mehr tun, aber dann wäre es auch ziemlich unrealistisch. Bei der Multiplikation ist die Rechenregel die folgende. Sie müssen tatsächlich multiplizieren. Also ich schreibe es mal hin. Wenn ich sowas habe, dann ist die Laufzeit, die da rauskommt, das Produkt von den beiden. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, vielleicht fragen Sie es. Genau das wollte ich gerade sagen. Wann kommt eigentlich Multiplikation vor? Also wann habe ich überhaupt mit Multiplikation zu tun? Addition ist klar, habe ich ja gesagt. Ein Teil des Programms, danach ein anderer. Wann taucht in der Abschätzung von Algorithmen überhaupt auf eine Multiplikation? Und typischerweise taucht die genau bei Schleifen auf. Das ist das, was eigentlich Programme langsam macht. Wenn Sie ein Programm hat, was jede Sache nur einmal, wenn Sie ein Programm haben, was jede Sache nur einmal macht, dann wird das Programm nicht lange dauern. Programme brauchen dann viel Zeit, wenn es Schleifen gibt. Ja? Und manchmal kann man den Schleifen genau ansehen, wie oft sie wiederholt werden, zum Beispiel 20 Mal oder beim Input n wird die Schleife n mal wiederholt. Manchmal ist aber allein schon das Abschätzen, wie oft eine Schleife wiederholt wird, schwierig. Das heißt, Sie haben dann sowas wie, diese Schleife wird groß O von n² mal wiederholt und das, was in der Schleife passiert, hat eine Laufzeit von groß O von n hoch 3. Was kommt dann raus? Dann kommt raus Groß O von n² mal Groß O von n hoch 3. Wir sehen für all das noch Beispiele. Und das wäre dann nach dieser Rechenregel hier tatsächlich das Produkt der beiden. Woran man sieht, dass Schleifen wirklich
Sachen langsam machen, weil sie dann immer wieder multiplizieren müssen. Also Beispiel, das will ich Ihnen jetzt nicht begründen, warum das so ist, das ist auch nur Rumschieberei mit den einzelnen Konstanten, das würde uns jetzt, glaube ich, keinen Erkenntnisgewinn bringen. Rechenbeispiel, nehmen wir das, was ich eben gesagt habe, Groß O von n Quadrat, also eine Schleife wird n Quadrat mal, ungefähr n Quadrat mal wiederholt und die Schleife selbst hat eine Laufzeit, also der schleifende Körper sozusagen, auch von n Quadrat, dann kommt da raus Groß O von n hoch 4. Da müssen Sie wirklich multiplizieren. So, jetzt noch zwei Dinge, die eigentlich keine Rechenregeln sind, die man aber auch, also das ist eigentlich schon alles, was Sie brauchen. Summe ist Maximum, Multiplikation ist Produkt von beiden. Dann müssen Sie noch so ein bisschen das Gefühl bekommen, womit wir in der ersten Stunde gearbeitet haben, Polynome und Exponentialfunktionen, werden wir gleich am Beispiel noch sehen. Dann haben Sie eigentlich alles, was Sie typischerweise in der Informatik brauchen. Da kommen keine komplizierteren Funktionen vor. Trotzdem noch zwei Dinge. Eine Sache will ich nochmal hinschreiben. Ich schreibe Ihnen das erstmal als in Häkchen Rechenregel hin. Da müssen wir erstmal verstehen, was damit überhaupt gemeint ist. Wenn g von n aus Groß O von h von n ist, dann folgt daraus, dass Groß O von g von n eine Teilmenge von Groß O von h von n ist. Das bedeutet eigentlich sinngemäß nur, wenn ich sozusagen einen Repräsentant ausgewählt habe, eine typische Funktion, die Groß O von h von n ist, dann sind alle Funktionen, die nicht schneller wachsen als g von n, da auch mit drin. Ja? Also das ist, mathematisch würde man sagen, das ist eine transitive Relation. Und das ist auch das, was man vom Gefühl her erwarten würde. Ja? Wenn ich weiß, dass Algorithmus A nicht viel schneller läuft als B und ich habe noch einen dritten Algorithmus X, der nicht viel schneller als A läuft, dann wird natürlich X auch nicht viel schneller als B laufen. Ja, das ist einfach transitiv. Das können Sie sich auch alles überlegen, dass das wirklich stimmt, aber sparen wir uns mal. Und die letzte Sache, über die wir noch sprechen müssen, bevor wir wirklich zur Praxis kommen, ist, was bedeutet denn wohl Groß O von 1? Das ist etwas, was man oft sieht. Also Groß O von n und n Quadrat haben wir jetzt vielleicht zum Beispiel so eine Vorstellung davon, verhält sich ungefähr wie eine Parabel. Aber was heißt denn Groß O von 1? Also wie würden Sie das mit Ihren eigenen Worten beschreiben? Ich habe einen Algorithmus geschrieben, der eine Laufzeit von Groß O von 1 hat, ja? Ja, es ist mir schon mal aufgetaucht, so als wenn man so Algorithmen hantiert und so Sortieralgorithmen war das zum Beispiel und Array-Verschiebungen, da ist bei der Index-Tool zum Beispiel konstant. Ja. Genau, also Groß O von 1 heißt konstant. Das heißt, das war mein Beispiel mit Hello World am Anfang. Das ist ein Algorithmus, bei dem die Laufzeit nicht davon abhängt, wie groß mein Input ist. Also das n taucht dann nicht mehr auf. Groß O von 1 heißt einfach, das n taucht gar nicht mehr auf. Die Zeit ist immer gleich. Natürlich ist zum Beispiel eine Zeit wie, das braucht immer 3 Minuten ist auch konstante Laufzeit. Also die 1 spielt überhaupt keine Rolle. Sie können die 1 auch ersetzen durch 42 oder irgendwas. Das ist immer dasselbe. Also Groß O von 1 ist dasselbe wie Groß O von 42 oder das ist dasselbe wie Groß O von 1,3 oder. Dafür schreibt man einfach immer Groß O von 1. Groß O von 1 heißt aber, entscheidend heißt, das ist konstante Laufzeit. Und wie Sie richtig sagen, gibt es viele Dinge in der Informatik, von denen man im Allgemeinen auch Pi mal Daumen sagt, dass die Groß O von 1 sind. Also der Klassiker ist Hashtable Lookup. Wenn Sie ein Hashtable haben, dann sagt man, das Nachschauen in dem Hashtable dauert unabhängig davon, welchen Key Sie nehmen, immer gleich lange, was nicht stimmt. Wenn Sie mal sich genau angucken, wie Hashtable implementiert sind, ist das nicht richtig. Und wenn Sie einen sehr unglücklichen Key-Mechanismus genommen haben, dann ist das sogar hochgradig nicht richtig. Aber man geht davon aus, dass im Allgemeinen der Hashtable-Lookup, wenn alles so funktioniert, wie es gedacht ist, immer ungefähr gleich lang dauert. Darum macht man bei Überschlagsrechnungen dafür einfach Größenordnung Groß O von 1. Dauert immer ungefähr gleich lang. Das ist nichts weiter als damit gemeint. So, und bevor Sie selbst noch was rechnen, muss ich Ihnen vielleicht noch
die Klassiker nochmal zeigen mit Exponentialfunktionen und Polynomen. Ganz allgemein, also vielleicht auch mal so als Merkregel, wenn Sie haben Groß O von irgendeinem Polynom, dann ist das immer, wächst das immer nicht so, nicht wesentlich schneller, in Wirklichkeit sogar langsamer, als Groß O von irgendeiner Exponentialfunktion. Das ist genau das, womit wir uns Ende der letzten Stunde und eben vor der Pause beschäftigt haben. Also das muss ich natürlich in Häkchen schreiben, weil das keine vernünftige Formulierung ist. Damit sind solche Dinge gemeint wie n hoch 3 wächst nicht wesentlich schneller als 2 hoch n. Tatsächlich ist es sogar so, dass das hier rechts so unglaublich viel schneller läuft als, wächst als das, dass ab bestimmten n man die Werte quasi, die können sich gegenseitig gar nicht mehr sehen, so weit sind die voneinander weg. Aber, was eben schon anklang, am Anfang kann es durchaus sein, dass hier erstmal größere Werte stehen. Ja? Das kann eine Zeit lang dauern, bis die eine Funktion die andere überholt. Also ein Verhalten, was man, und das ist dieses mit dem für große n, was man durchaus haben kann, ist, dass Sie eine Funktion haben, die so aussieht, die wächst und wächst und wächst und wächst und wächst, die Werte werden immer größer, und Sie haben eine andere Funktion, die so aussieht. Dann ist diese hier, die ich vielleicht mal grün mache, dann ist diese Funktion langfristig die bessere. Also wenn nach oben bedeutet höhere Laufzeit, dann bedeutet diese grüne Funktion, die ist zwar für kleine Werte von n langsamer, also braucht längere Zeit, aber ab einem bestimmten Punkt wird sie von der anderen überholt und dann braucht die andere immer längere Zeit. Und dann wird sich das auch nicht mehr ändern, dann wächst die andere viel schneller. Und so sehen häufig die Beispiele mit Exponentialfunktionen versus Polynome aus, dass die Polynome am Anfang erstmal schlechter dastehen, aber auf die Dauer besser sind. Und Sie können jetzt, und da kommt wieder die Praxis ins Spiel, Sie können jetzt in der Theorie total schwachsinnige Dinge hinschreiben. Sie können zum Beispiel sowas hinschreiben. Ich habe n hoch 1000, also ich habe einen Algorithmus hingeschrieben, der die Laufzeit n hoch 1000 hat. Und ich habe einen anderen Algorithmus hingeschrieben, der die Laufzeit 1,1 hoch n hat. Wenn Sie da jetzt mal Werte einsetzen, dann werden Sie sehen, dass noch für riesengroße n das hier links im Allgemeinen viel größer als das hier rechts ist. Ja, darum ist das, was hier steht, eigentlich etwas, wo man sagt, die Lambda-Notation ist Blödsinn. Bis man hier wirklich mal zu einem Punkt kommt, wo diese Kurve rechts die andere überholt hat, muss man so unglaublich große n einsetzen, dass es eigentlich Unsinn ist. Der Grund, warum man trotzdem die Lambda-Notation benutzt, ist, dass sowas in der Praxis nie passiert. Es gibt keine n hoch 1000 Algorithmen. Ja? Also die Potenz, die bei polynomialen Algorithmen wirklich in der Praxis auftauchen, die Potenzen, die wirklich in der Praxis auftauchen, sind 2, 3, 4, 5, sowas in der Art. Vielleicht gibt es mal ganz seltene, die sich irgendwo in die Nähe der 10 bewegen, aber das ist schon unglaublich selten. Und die Potenzen, die in der Praxis wirklich auftauchen, sind tatsächlich auch immer welche, die sowas, die Exponentialfunktionen sind, sowas wie 2 hoch n, 3 hoch n und so weiter. Ja? Also in der Praxis kommen solche Extrembeispiele nicht vor. Aber wenn es die wirklich gäbe, würde man zumindest basierend auf der Landau-Notation sagen, dieser 1,1 hoch n Algorithmus ist eigentlich besser. Wenn n groß genug ist, ist schlechter, also wächst schneller. Wenn n groß genug ist, kriege ich hier die größeren Werte. Welche Werte in der Praxis noch vorkommen, da habe ich eine schöne Vergleichstabelle, das schauen wir uns noch an. Aber das kommt zum Schluss heute. Erstmal sollen Sie selbst mal was machen. Ganz simpel, hier stehen ein paar Beispiele und ich würde hoffen, dass Sie bei den meisten das einfach schon nach dem Gefühl sagen können. Im allerschlimmsten Fall müssen Sie wirklich mal diesen Quotienten bilden und sich fragen, was ist denn jetzt mit dieser Folge, die da rauskommt? Ist die beschränkt oder nicht? Vielleicht mal gehen wir mal auf ein paar von denen ein. Dieses hier, solche ähnlichen Beispiele haben wir ja gehabt. Hier heißt das ja nur, dass bei einem Polynom alle kleineren Potenzen sowieso wegfallen als unwichtig. Das bleibt also nur das vordere übrig, 42n². Der Faktor 42 spielt auch keine Rolle, also im Endeffekt steht dann nur noch n². Dieses hier stimmt dann natürlich auch umgekehrt, aber so würde es natürlich keiner hinschreiben. Ne? Also die sind zwar beide richtig, aber normalerweise benutzt man die Lambda-Notation für das hier oben, nicht für das hier unten. Was ist noch relativ klar?
Hier zum Beispiel 1000 n und groß O von n, das besagt ja nichts weiter, als die beiden unterscheiden sich nur durch einen konstanten Faktor, also 1000. Das heißt, hier würde man wieder diese scheinbar unrealistische Sache sagen, dieses Ding ist zwar 1000 mal so langsam, aber nur 1000 mal so langsam, es geht nur um einen Faktor. Darum ist das auch gleich. Nehmen wir jetzt mal das hier oben, 3 hoch n aus o hoch 2 hoch n, und das hier unten, 2 hoch n aus o hoch 3 hoch n. Das ist ja hin und her getauscht einmal. Da gucken wir uns vielleicht wirklich nochmal die Quotienten an. Hier unten, wo es stimmt, da haben Sie 2 hoch n geteilt durch 3 hoch n, und das ist ja 2 Drittel hoch n. Und wenn Sie jetzt Werte für n einsetzen, dann wird diese Zahl nach und nach immer kleiner. Das ist das Spielchen mit der geometrischen Folge immer. Ne? Das heißt, Sie haben, erst haben Sie 1, dann haben Sie 2 Drittel, dann haben Sie 4 Neuntel und es wird immer kleiner. Das heißt, die Werte hier sind alle immer kleiner als, also höchstens 1, also sind sie kleiner als 2 oder 1,1, was immer Sie da hinschreiben wollen. Diese Folge ist also beschränkt. Darum kann ich hier einen Haken dran machen. Das heißt aber natürlich sofort, dass, wenn ich das umdrehe, das nicht beschränkt sein kann. Kann ja nur eins von beiden sein. Wenn das eine gegen 0 geht, dann muss natürlich der Kehrwert immer größer werden. Darum ist es klar, dass hier oben das nicht stimmen kann. So, und jetzt bleiben noch zwei Sachen übrig, nämlich die beiden, die ja auch nur jeweils das Gegenteil voneinander sind. Da können wir uns auch den hier oben mal nehmen. Dann hätten wir als Quotienten stehen n hoch 10 durch 2 hoch n. Und das ist genau das, womit wir uns Ende der letzten Stunde beschäftigt haben. Wenn oben im Zähler ein Polynom steht, unten steht eine Exponentialfunktion, gewinnt immer die Exponentialfunktion. Das heißt, dieses hier konvergiert gegen 0. Und weil das konvergiert, ist das sowieso beschränkt, hatte ich vorhin gesagt. Da gibt es also irgendeinen Wert, in den ich das Ganze reinzwängen kann. Darum kann ich hier oben einen Haken machen. Und weil das, wenn n größer wird, gegen 0 geht, muss natürlich der Kehrwert, und um den geht es ja hier, gegen immer größer werden. Wenn irgendwas gegen 0 geht, dann wird der Kehrwert immer größer. Darum kann das hier dann nicht stimmen. Und damit sollten die ganzen Punkte geklärt sein. Und damit haben Sie eigentlich auch schon alle Situationen, die im Großen und Ganzen vorkommen, bestimmte Mischungen von Exponentialfunktionen und Polynomen. Eine Sache ist hier jetzt noch nicht aufgetaucht. Ich habe vorhin Sie so ein bisschen angelogen, als ich sagte, mehr Funktionen brauchen Sie eigentlich nicht. Eine Funktion, die Sie manchmal noch brauchen in der Informatik, ist der Logarithmus. Der kommt bei Abschätzungen auch öfter vor. Machen wir auch noch ein Beispiel zu, aber wir müssen uns erstmal ein bisschen was anderes angucken. Sie können sich schon mal merken, der Logarithmus ist immer ganz toll. Wenn Sie irgendwas haben, wo in Ihrer Laufzeit der Logarithmus vorkommt, ist das ein ziemlich guter Algorithmus.